Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Ich bin hier der Tenchi, ne, von The Noobs Kanal und wir spielen ein bisschen weiter. Irgendwie sind wir letztens, glaube ich, bei der Forschung hier irgendwie in dem Forschungsfenster stecken geblieben. Weil wir nichts zum Forschen haben anscheinend. Was haben wir denn zum Forschen? Was können wir denn? Das könnten wir. Automatisches Zugnetzwerk würde mich ja auch interessieren, auf jeden Fall. Zugsignale brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Da brauche ich sowieso erstmal automatisches Zugzeug. Dann mache ich das einfach und ja, wir sind natürlich bestrebt, noch weiter unseres Netzwerk auszubauen, unsere Solarzellen. Ja, also der Larry, glaube ich, war es, hat, glaube ich, auch gesagt, er hat sich das irgendwie größer vorgestellt. Ich weiß jetzt nicht genau, was größer bedeutet. Ich meine, wir sind ja noch fleißig am Bauen. Wir könnten natürlich auch in die Zweitbasis hochgehen und hier sozusagen, ja, wir gehen hoch und lassen hier automatisch mal weiter produzieren. Wo sind sie denn hier? Hier sind die ganzen Sachen. Hier, das Zeug wird ja hier, wie viel werden denn da jetzt hier produziert? Dann nehme ich den auch nochmal raus und nehme den hier von mir aus auch noch raus und dann kann der jetzt erstmal hier in Hülle und Fülle produzieren. Und hier wird schon wieder auf Aliens geschossen. Ist ja nämlich schon wieder die Zeit reif, ja? Wahrscheinlich. Dann nehme ich noch ein bisschen Muni mit. So, und dann schauen wir, was brauchen wir denn für oben? Stahl, also Platten bräuchten wir, das wäre nicht schlecht hier. Ganz normale. Oh, es ist bloß noch ein einfaches Band. War es hier nicht doppelt? Ne, es war anscheinend schon immer einfach. Okay. Dann. Ja, ja, schießt ruhig. Ihr kommt eh nicht durch. Oh, Kupfer bräuchte ich dann noch ein bisschen. Also ich hoffe mal, dass sie nicht durchkommen, dass die Energie reicht. Wir schauen mal hier drüben bei unseren. Ja, der Speicher reicht ganz gut. So wie es aussieht. So, dann habe ich in irgendeinem Kommentar, habe ich zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, für welche Episode oder hieß es, dass eine Kokerei nicht eingestellt ist und das sehe ich gerade hier oben, die ist das. Ja, die muss ich nachher noch machen, bevor wir loslaufen. Jetzt würde ich aber gerne noch ein bisschen Kupfer mitnehmen. Ich klaue es mir einfach hier mal ein bisschen, auch wenn wir es wahrscheinlich gerade dringend brauchen. Nehme ich an, dass wir das dringend brauchen. Hier zum Beispiel, ich kann mir was rausklauen. So, da habe ich jetzt noch genug Kupfer mitgenommen und das und bräuchte ich Stahlplatten? Nein, brauche ich nicht. Und dann gehen wir mal wieder hoch und schauen mal, was dann da oben so abgeht. Als erstes stelle ich die noch ein. Hier, bitte. Ich meine, hier ist eh gerade Stau, von daher wird da nicht viel passieren. Und ja, dann geht's mal ab nach oben, würde ich sagen. Ja, wenn man die, oh, Schwein gehabt. Ich habe noch ganz schnell nach oben drücken können. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir alles auf Solarenergie umstellen irgendwann, dann brauchen wir für die Züge immer noch richtige Kohle. Vielleicht nehmen wir dann die ganze Baumkohle, die wir herstellen, dann für die Züge. Und ja, die sind auch voll am Rummehren und die ja auch. Es staut sich trotzdem ganz gut. Und ja, dann müssen wir jetzt erstmal schauen, was wir überhaupt machen wollten. Ich nehme mal das Expressband. Und dann schauen wir mal, wie weit wir hier waren. Also. So, wir hatten hier, haben wir jetzt erweitert gehabt, damit wir mehr Schaltkreise produzieren, weil die brauchen wir später. Ich werde mal noch schnell mein Dings anschalten, meine Tabelle, was ich alles brauche. Machen wir es mal so, damit das Spiel nicht weiterläuft. So, da bin ich auch schon wieder. Tabelle ist auf und ja, dann schauen wir mal eben. Also die Schaltkreise brauchen wir für Schaltkreise, Eisenplatten und Kupferplatten. Nein, daraus besteht ein Schaltkreis. Ach, Mann. Wir brauchen. Wo ist es denn? Schaltkreise. Für Wissenschaftspakete 2 brauchen wir die. Für elektronische Schaltkreise, also für erweiterte Schaltkreise. Für intelligente Knickarme, die haben wir hier schon drin. Filternde Knickarme, Knickarme. So, das heißt, wir brauchen noch 2 Abzweigungen. Die eine haben wir hier. Sozusagen für Wissenschaftspakete 2 und für erweiterte Schaltkreise. Ja, erweiterte Schaltkreise könnten wir doch theoretisch gleich hier unten mit reinfließen lassen, oder? Erweiterte Schaltkreise, was brauchen die denn? Stahlplatten, intelligente Knickarme, nein, ach, ich gucke immer falsch die ganze Zeit, da. Ja, hier ein Schaltkreis, Schaltkreis und Kupferkabel. Ja, Kupferkabel sind hier, die können wir dann auch gleich hier abzweigen.
Dann hätte ich hier unten direkt eigentlich. Ja, die erweiterten brauche ich ja gar nicht so viel eigentlich, die erweiterten Schaltkreise. Die erweiterten Schaltkreise brauche ich ja eigentlich nur für Wissenschaftspakete 3. Dann würde ich sagen, bauen wir 2 Stück davon hin, 2 Fabriken und dann war es das schon. Wo ist denn jetzt hier 1, 2? Ja, ich würde einfach sagen, das lassen wir hier einfach lang fließen. Nehmen wir uns hier noch einen Splitter. Habe ich noch einen einstecken? Natürlich nicht. Ja, und während ich jetzt hier so bastel, kann ich auch gleich mal sagen, ja, es gibt relativ, finde ich zumindest, für mich eine schlechte Nachricht. Geht das überhaupt so? Ich bin gerade überlegen, ob ich das dann hier einfach nehmen könnte, einfach alles, aber ich glaube eher weniger. Dann müsste ich vielleicht tatsächlich so ja mal so basteln. Ich mache mal dann da lang. Da lang und dann nach oben. Und wenn ich jetzt hier so schön weit oben eine hinstelle und hier auch eine hinstelle, dann müssten beide sich das eigentlich schnappen können. Das muss ich jetzt natürlich ein bisschen verlegen. Und zwar so. Nein, noch weiter hinter. Da muss es hin. So, und dann Fließband nach unten. Ah, ich sehe gerade, ich muss das ja auch noch rausholen, das Zeug. Research complete. Oh, ja. Hat mich das jetzt erschrocken. Das hat mich jetzt schon ein bisschen erschrocken. Das gebe ich gerne zu. Dann machen wir noch die Zugsignale. Ich muss ja das Zeug auch wieder rausholen. Wenn ich das so mache. Ja, das Rausholen geht leider bloß auf einer Schiene. Ja, ich könnte es ganz umständlich machen. Ihr kennt mich ja. Ich habe das ja drauf und den ganz umständlich machen. Aber das werde ich jetzt, glaube ich, mal nicht tun. Ich werde es, glaube ich, dann doch einfach mal so hier machen. Dann mache ich hier wieder zu. Was ich natürlich nicht kann. So. Und der Splitter, der kommt dann hier rein. Und fließt sozusagen hier um die Ecke. Und das Teil kommt dann. Muss dann. Oh! Haben die mich jetzt erschrocken? Oh! Kommt die auf einmal her? Nein! Hey, was greifen die denn da an? Wieso haben die das da angegriffen? Ist doch kein Labor. Oh! Jetzt wird's eng! Mir ja nichts kaputt, ihr Schweine. Okay, zu den Lasertürmchen. Ja, Oh Mann, sind das viele. Also, zum Glück haben wir jetzt genug Strom. Ich dachte mal, dass sie nachts kommen, aber sie kommen nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Sie koordinieren ihre Angriffe sehr gut, diese Aliens, muss man ja sagen. So, haben die irgendwas kaputt gemacht? Nein. Die kommen ja also schön durch, das finde ich gut. So, dann war es das anscheinend wieder mit dem Angriff. Nehme ich an. Ja, dann wollen wir mal weiter. Gehen wir mal wieder hoch und bauen weiter. Und müssen wir uns überlegen, wie wir das jetzt hier hinklatschen oder wie ich das hier hinklatsche. Ich glaube, ich werde das tatsächlich einfach so machen, dass ich die. Jetzt haben die tatsächlich die Fabrik kaputt gemacht. Sag mal, die greifen doch eigentlich diese Maschinen gar nicht an. Wieso haben die angegriffen? Verdammte Axt. Verdammte Axt. Ja, dann muss ich hier. So, dann muss ich nochmal eine bauen. Die sind doch so teuer. Gut, ja, dann, naja, wenn es nicht anders geht, dann geht es nun mal nicht anders. Dann würde ich sagen, lasse ich das Band hier doch ein bisschen weiter runterfahren, ganz einfach. Mache das dann so und klauen wir das hier noch. Da soll das doch hin. So. Und hier kommt einfach, mal schauen, wie weit wir da runtergehen müssen. So. Eigentlich nicht besonders weit, das kann ja eigentlich theoretisch wieder so werden. Ich muss ja eigentlich nur gucken, wie weit ich das nur brauche, das Kabel und dann diese Dinger hier und dann kann ich das ja wieder abändern. So, das heißt dann also, wir brauchen, ja, ich mach mal die schnellen. 1, 2, 3, 4 und noch 2 große. Ja, und dann kann ich hier hinten
es wieder rausführen lassen. Das brauche ich ja dann für die Wissenschaftspakete. Für die Wissenschaftspakete 3. Genau wie die Raketen. Die brauche ich ja auch dafür, oder? Was brauche ich denn für Wissenschaftspakete 3? Brauche ich. Ach, Entschuldigung. Brauche ich die Schaltkreise, die Stahlplatte, die Knickarme, die Knickarme kommen ja hier oben. Die Stahlplatten könnte ich auch hier irgendwo abziehen. Die waren doch hier auch irgendwo. Ich habe gerade hier. Da. Na gut, die kann ich hier abziehen. Dann kann ich hier. Kann ich auf jeden Fall abziehen. Hier, die kommen die Knickarme, kann ich abziehen. Dann die Schaltkreise habe ich dann auch da. Und dann brauche ich eigentlich nur noch Stahlplatten, die ich noch irgendwie produzieren muss. Die kann ich ja auch hier hinten irgendwo produzieren. Produziere ich die nicht eigentlich schon? Ich wollte die doch hier, glaube ich. Ach, hier, produziere ich sie doch auch schon. Tja, dann kann ich hier die Wissenschaftspakete 3 irgendwie basteln. Hier in der Mitte vielleicht. Schön nach unten. So richtig schön viel. Mal schauen. Also viel, was heißt viel? Schauen, wie viel wir hinkriegen. Und ja. Auf jeden Fall. Hier geht es jetzt nach unten. Ich hoffe, dass jetzt mal der Tag endlich wieder anbricht. Ich hasse die Nacht. Die ist immer so dunkel. Erst recht, wenn man. Mit dem Aufnahmeprogramm, dann wirkt das ja nach der gerenderten Version noch schlimmer. So, das heißt, wir holen uns jetzt mal da und von mir aus holst du dir das da. Dann kann ich jetzt hier noch die kleinen nehmen. Klein und klein. Das heißt, den brauche ich nicht. Und ich kann theoretisch die ja weggruppen. Und kann. Ich glaube sogar so ja machen. Da kommt ja immer noch ran. Genau. So. Ja, und dann funktioniert das. So, du machst dann theoretisch erweiterte Dinger und du machst auch erweiterte. So, die brauchen jetzt die Kabel und die Kupferdinger. Genau. So habe ich das geplant. Hier kommen gerade keine Kabel nach, obwohl die oben gerne Kabel hätten wahrscheinlich. Und noch die zwei schnellen, damit das hier auch wieder rausgeht. Und dann haben wir hier die erweiterten. Die Teile hier, die kommen ja dann hier hinten raus. Die werde ich dann auch hier lang transferieren müssen. Das ist halt die Frage, ob ich das hier wirklich hier hinbaue. Weil wir haben hier Stahl. Der müsste hier, der ist hier. Den könnten wir hier lang leiten. Das werde ich jetzt, glaube ich, auch gleich tun, oder? Ich werde jetzt mal überlegen, wo ich die Maschinen hinbaue. Ach, das war das Falsche. Ist nicht gut. Dann hier brauche ich dafür eine 1er. Ja, das ist gut. Ja, muss ich nochmal überlegen, nochmal schauen, was ich brauche. Genau, ich brauche die erweiterten Schaltkreise, die hole ich dann von hier. Die Stahlplatten, die hole ich von hier. Die Knickarme brauche ich und Raketen müssen wir dann noch herstellen. Wie war denn das mit den Raketen? Die hatten doch auch bloß die Dinger gebraucht, oder? Raketen? Raketen? Habe ich die nicht mit aufgeschrieben? Ich habe tatsächlich die Raketen vergessen einzuschreiben, was ich dafür brauche. Da schauen wir einfach nach. Und zwar brauchen. Wo sind denn die Raketen? Da. Eisenplatten, Zahnräder und elektronische Schaltkreise, also so wie immer. Verdammt. Nochmal kurz gucken. Zahnräder brauchen die. Und Schaltkreise. Hier haben wir Schaltkreise. Zahnräder, aber die brauchen ja auch noch Eisenplatten. Und die hören hier auf, die Eisenplatten. Verdammt. Ich dachte ja, dass ich die nicht weiter brauche, deswegen habe ich die ja hier. Ich könnte natürlich hier eins nach oben dran hängen und könnte hier wenigstens ein Raketenwerk bauen, also ein Raketenteil. Ist halt die Frage, ob das schnell genug produziert, dieses so ein Raketenteil, aber ich denke schon. Muss ich mal kurz gucken. Natürlich muss ich jetzt hier alles verlegen. Eins nach oben. Aber das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Also hier weg. Weg, 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 weg. So. Dann hier generell muss ja auch erstmal gecancelt werden. Das wird auch gecancelt. Genau wie der Mist. Alles erstmal so. Gut, dann weg, 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 weg. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Fließbänder, nehme ich mal an. Das hier kommt kurzzeitig noch weg. So, ich muss eigentlich nur eins nach oben verlegen, ne? Sehe ich das richtig? Ja, hier, das muss ich auch noch verlegen. Sonst komme ich ja da nicht mehr ran. So, dann baue ich es einfach mal hin. So.
Und dann muss ich schauen. Ja, ich komme hier nicht ran. Das heißt, ich muss. Ist das ja eigentlich ein Filter? Ja, das ist ein Filter. Nämlich so, so und so. Verlängere das Ganze noch. Um wie viel? Um 1 eigentlich nur. Genau, um 1 reicht schon. Dann der Filter wieder hin. Du holst dir nur elektronische Dinger raus. Ja, fängt ja schon an fleißig zu arbeiten. Und das Ganze wird dann hier oben durchgeleitet, damit es hier wieder ankommt. Genau. So. Oh, das, na, jetzt sind natürlich ja Zahnräder mit auf dem Fließband. Ah, ich Idiot. Ah, so. Muss den ganzen Mist erstmal einsammeln. Gut, dann noch hier um die Ecke. Wäre das schon mal fertig. So. Ah, stimmt ja, die Raketen kommen ja dann hier raus. Die muss ich ja dann erstmal hier rausschaffen irgendwie. Ha, ha, ha. Ah, bin ich doof. Ich könnte die nach oben rausbringen irgendwie, indem ich das hier wegmache. So. Hier wird es draufgeladen. Dann ist es ja oben, ist aber da unten hin. Ah, Moment. Was habe ich denn für Mist gebaut jetzt? Ah, wie kriege ich die jetzt nach unten? Ja, hier. Wenn ich es hier aufs Band mit drauf mache, habe ich das Problem, dass die dann hier alles verstopfen. Das möchte ich natürlich auch nicht. Eieieiei. Wie mache ich denn das am Do. Ich könnte es natürlich. Huiuiui. Ach man, wieso wieder so umständlich? Ich würde eigentlich alles Sektoren basteln und dann hätte ich das ganz leicht auch hinbekommen. Aber nein, ich muss ja natürlich alles wieder ganz umständlich bauen. Aber das ist auch ganz cool. Also ich habe ja irgendwie schon so eine ziemlich komische Idee. Und zwar würde ich das gerne so machen, ne? Ich würde das gerne so basteln. So. Aber ich glaube, das. Das geht, glaube ich, nicht so ganz, doch. So hier. Wenn ich jetzt hier das Zeug raushole, von mir aus nicht mit einem Filter. Ach, jetzt habe ich. Na doch, ich brauche eh noch einen Filter nachher. Sondern einen schnellen. So, ich nehme die jetzt hier. Wenn der jetzt hier rausholt, dann gehen die Raketen hier drauf, gehen auf die linke Seite und kommen dann hier auf die linke Seite. So, dann baue ich hier weg. Und hier kommt dann ein filternder Knicker. Ein filternder Knicker. Mal gucken, ob das jetzt überhaupt so funktioniert. Weil jetzt würde ich gerne unterirdisches Fließband basteln. Da brauche ich noch mal zwei. Eins, zwei. So, ich weiß auch nicht, ob man da jetzt draufsetzen kann. Das ist jetzt noch die große. Jetzt komme ich ja nicht in die Kurve. Ha, ha, ha. Ach ja. Dann hier. Ja, natürlich. Das geht natürlich auch. Und zwar Filter doch nochmal hin. Du filterst bitte nur Raketen. Und setzt es dann hier auf dieses Fließband. Na? In die Richtung. So. Dann geht es hier unterirdisch weiter. Bis wir hier wieder rauskommen. Oh Mann, so ein Gewuschel und Gemuschel. So, und dann könnten wir theoretisch dann irgendwo hier mal nach unten kommen. Hoffe ich doch, dass wir das mal schaffen. Ich brauche nochmal zwei unterirdische. Eins, zwei. Dann hier unterirdisch, oberirdisch. Und dann können wir uns das hier nach unten holen. Von mir aus so. Brauche ich jetzt auch nochmal zwei. Ja, ist doch easy peasy gewesen. So, haben wir doch alles. Sehr schön. So, gut. Dann haben wir schon mal das. So, hier wollte ich ja das Unterirdische noch hier hin verlegen. Dann haben wir zumindest die Teile so hinbekommen. Dann legen wir das Band natürlich nach da. So. Jetzt habe ich hier natürlich wieder einen Haufen von dem Mist liegen. So. Und die kommen dann einfach noch da.
Ah, no. Ah. Geht weg. Ah, Mann, Mann, Mann. Okay, nochmal. So, so. So und so bitte. Danke. Gut, haben wir das alles verlegt, glaube ich. Es müsste doch alles noch alles schön verbunden sein. So. Dann holen wir uns mit einem langen Knickarm das ganze Zeug hier, die Schaltkreise. Du stellst jetzt Raketen her, mein Freund. Raketen, da. Ja. Du holst dir also Schaltkreise von da mit einem langen Knickarm. Und zwar hier. Und der und ein kleiner, ich hoffe, dass der Kleine das hinkriegt, der schnelle Knickarm, der holt sich das hoffentlich von da. Wenn nicht, muss ich das auch noch verlegen. Werde ich nachher mal schauen. So, als erstes noch jetzt hier keinen großen Mast, ein kleiner wäre nicht schlecht. Ich habe natürlich keinen normalen kleinen, deswegen... Da. Holen wir uns mal ein paar kleine. Setzen wir hier hin. Perfekt. Na, hier fehlt jetzt natürlich der Strom. Ah, da komme ich natürlich nicht ran, weil ich alles zugebaut habe. Ja, ja, jeder Platz muss verwendet werden. Da muss ich jetzt mal schauen. Dann vielleicht doch ein größerer, aber vielleicht nicht gleich der größte. Das hatten wir für 7er Versorgung, 5er Versorgung. Dann nehmen wir halt noch so einen. Den setze ich dann hier hin und dann versorgt er das schon. Gut. So, Raketen kommen da drauf, wie geplant. Gehen da hin, werden dann nach hier gezogen. Und werden dann schön nach da unten gebracht. Gut. So, dann hätten wir alles für Wissenschaftspakete 3 zusammen eigentlich, ja. Von da holen wir uns dann noch die Stahlplatten und hier kommen die Raketen. Gut. Das heißt, von hier kommen, wenn wir das dann irgendwann mal fertig bauen, holen wir uns unsere super mega geilen erweiterten Schaltkreise. Ich werde das hier mal ein bisschen enger basteln. Okay, Wissenschaftspaket 3. Schaltkreise kommen von hier, Stahlplatten, Knickarme. Die Knickarme muss ich auch nochmal nach unten bringen. Die könnte ich eigentlich auf das Band mit drauflegen. Fällt mir gerade ein. Kommen wir dann irgendwann von hier mal runter. Dann... Oh. Scheiße, ich habe doch gerade wieder schlagen hören. Haben die wieder irgendwas kaputt gemacht? Dumme Schweine. Machen die irgendwas kaputt? Ich muss mal schauen, auch wenn es dadurch stottert, wenn ich ein bisschen weiter rausgehe. Aber wie viele das sind, das ist so abartig. Wow, einfach nur wow. Sagt ihr, Stromnetzwerk. Scheint noch nicht ausgepowert zu sein. Ja, die schaffen das schon irgendwie, hoffe ich. Wow, wow, wie viele und wie laut, oh mein Gott. Oh mein Gott. So, sehr schön, haben wir die Krise auch wieder überstanden. So, und dann geht's wieder nach oben. Ja, dann haben wir fast alles fertig. Wir müssen jetzt nur noch schnell die Knickarme zu uns bringen. Die würde ich dann gleich gerne hier mit einbinden. Dann brauche ich also wieder mal zwei unterirdische. Dün, 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 dün. So. Ja, jetzt fehlt natürlich der andere. So. Und dann muss ich mal schauen, wie ich die jetzt hier einbinde. Wahrscheinlich werde ich die so einbinden, dass ich sage... Ups, was wollte ich gar nicht. Ich wollte es so machen. Nach unten. So. Und zwar werde ich jetzt einfach hier das Typische machen. Knick, Knick. Also kann ich es ja nicht tuten. Dann mache ich es doch so. Von oben rein, damit die auf der Seite landen. Hier geht's nach da, hier geht's nach da. Dann habe ich das wenigstens schon mal einfach mal auf ein Band. Warum auch nicht. Und dann fehlt mir jetzt eigentlich nur noch die... ich vergesse es jedes Mal. Die Stahlplatten und die Raketen. Die Raketen kommen von da. Und dann kann ich theoretisch gleich in das Band, ja, das ist doch echt gut. In das Band kann ich nämlich dann gleich die Stahlplatten mit einbeziehen. Dann machen wir das nämlich so. Hier noch ein bisschen davon, von dem Zeug. Ach, das wäre relative Verschwendung. Ich mache es dann einfach so.
Und dann mache ich das so, 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 so. Und hier kommen dann endlich meine Fabrik hin. Meine Wissenschaftsfabriken. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Werden nicht so viele werden. Die steht dann einfach hier so da. Die brauchen ja bloß genau diese Sachen. So, machen wir hier dann die erste hin. Und dann geht es halt noch weiter. Mal schauen, zwei Stück baue ich jetzt, glaube ich, erstmal. Und dann geht das schon. Und jetzt muss ich noch die Stahlplatten rüberholen. Die ich jetzt einfach hier lang ziehe. Mit unterirdischen Dingern wieder mal. Die sind echt praktisch, muss man schon sagen. Also war nicht schlecht, die zu erfinden. Und dann sage ich doch nochmal hier nach oben. Ah, jetzt fehlt mir natürlich genau eins. Und da rein kommt es von der Seite. Dann haben wir hier ein volles Fließband, hier ein volles Fließband. Wenn das hier mal laufen würde, wenn ich hier mal Strom anschließen würde, würde das natürlich auch funktionieren. Huch, ich brauche eh nochmal eins. So. Einmal dahin, einmal dahin. Und jetzt natürlich generell noch eine Verbindung. So. Und oh, wie schnell die, wie fleißig die auf einmal arbeiten. Das ist ja abartig. So. So, und hier brauche ich jetzt noch zwei große. Eins, zwei, drei, vier von den Dingern. Und baue ich die so. Die großen ziehen natürlich wieder mal so und wenn der da zieht, dann das, dann hier. So, und dann die kleinen ziehen dann das hier raus. Hier kommt da wieder Strom hin und hier kommt das Ganze wieder raus. Und wir haben keinerlei Probleme. So, hier kommen die kleinen. Ich baue wieder die kleinen. Ich mag die kleinen eigentlich ganz gut. So. So. Und ja, Fließbänder brauchen wir noch ein paar. Ja, wie man sieht, das Zeug kommt ganz gut. Die Raketen sind auch schon ein paar angekommen. Und wir brauchen jetzt natürlich noch hier ein fetter Strommast, der alles verbindet. Ich weiß nicht, ob das überhaupt übertrieben ist, aber ich habe den gerade im Inventar, deswegen benutze ich den einfach mal. Weil ich es kann, einfach nur, weil ich es kann. So, und da haben wir hier unsere ja, noch nicht angezeigten Teile. Das war ja, Wissenschaftspakete 3, genau, die kommen hier rein. Sehr schön, die arbeiten echt super. So, da die Knickarme brauchen gerade etwas länger, wie es aussieht. Wieso eigentlich? Filternde Knickarme fehlen. Das sind die schnellen. Das sind die schnell. Oh, ich glaube, ich habe hier einen Fehler gebastelt, ich Idiot. Das hier sollten eigentlich... Das hier sollten eigentlich noch die... Das müssen die Filternden erstmal werden, die Teile hier, oder? Sehe ich das richtig? Ach du Scheiße. Hab ich hier keine Filternden drin? Ne, Moment mal. Was wird hier hergestellt? Filternder Knickarm. Doch. Filternder Knickarm wird hergestellt. Und die brauchen schnelle Knickarme. Die stellen schnelle Knickarme her und brauchen Knickarme. So. Also was fehlt? Eisen. Wieso brauchen die denn Eisen? Scheiße, ich dachte, die brauchen hier kein Eisen mehr. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ah, hier, die brauchen ja auch noch Eisen. Mann, bin ich doof. Ah, das ist aber auch noch kein aufgefallen, oder? Also, okay, das heißt, dass hier der Filter eigentlich hier ganz sinnlos ist. Den, ja, jetzt ist hier natürlich auch... Erstmal kommt hier ganz normal. Bam. So. So, hätte ich das Eisen doch noch woanders machen können, hätte ich hier diese Raketenfabrik vielleicht basteln können. Oder wie auch immer. Wir werden es sehen. So, als erstes muss hier mal das ganze Zeug wieder aufgesaugt werden. Weil das blockiert jetzt alles bloß. Und hier unten werde ich jetzt den Filter einsetzen. Und zwar... Was ist denn das hier für ein Band? Das ist mein Raketenband hier, oder? Ach so, ja, natürlich, das ist das Raketenband. Okay, dann um die Ecke. Und hier kommt trotzdem noch ein Filter dazwischen. Hier haben wir sogar noch einen Filter. Das ist ja der Filter eigentlich. Und du holst dir nur die Teile hier. Und brauchst natürlich auch noch Strom. So. Gut, dann hätten wir bei dir, brauchen ja kein Eisen mehr, die brauchen nur noch die Dinger.
Gut, dann ist das jetzt eigentlich ja alles richtig, oder nicht? Knickarme fehlen. Warum stellt ihr keine Knickarme her? Hallo? Hier sind nur noch drei im Ausgang, aber irgendwie werden die nicht rausgezogen. Filternder Knickarmroboter. Ah, ich habe hier filternde Knickarmroboter drin. Das ist ja kein Wunder, dass da nichts losgeht. Ah, das war der gleiche Fehler, den wir letztens schon hatten. In einem anderen Teil, wo wir das rausgefunden haben, dass die filternde Knickarme ja nichts mehr rausziehen. Okay, das könnte ich natürlich erklären. Gut, ich hoffe, hier haben wir ja auch nur noch Schnelle drin. Schnelle haben wir überall, ne? Ab und zu haben wir halt auch Filternde drin und das ist halt das Problem gewesen. Schnell. So, sehr schön. Dann wird jetzt hoffentlich dann weiter fleißig gebastelt. Und hier kommen tatsächlich die intelligenten Knickarme-Roboter raus, ja? Gut. Die gehen dann dahin, die gehen hier drauf. Das läuft hier alles wunderbar. Hier stagniert es auch alles schön. Das finde ich auch sehr gut. Und hier werde ich erstmal noch abschneiden. Genau wie hier. Das ist eine... Ja, sinnlos. Brauchen wir noch nicht so viel. Ja, jetzt habe ich natürlich alles eingesackt. Ist nicht so schlimm. Gut, und die bauen, basteln das dann her und dann steht das dann da bereit. Gut. Und notfalls kann man einfach noch mehr basteln. Ich glaube aber eher, dass das sogar Pflicht sein wird, die zu basteln. Und vielleicht könnten wir sogar hier direkt dann schon die Labore bauen, aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Habe ich denn jetzt noch eine Fabrik zufällig gebaut? Nein. Mache ich doch nochmal zwei basteln. Einfach, weil ich es kann. Dann brauche ich noch zwei große. Eins, zwei. Und nochmal vier schnelle. Damit das hier alles auch schön... dann kann ich das ja doch noch verlängern. Mal schauen, wie lange ich das dann mache. Hier kann ja nie lang genug sein. So, jetzt wird es gleich wieder dunkel. Dann kommen bestimmt bald wieder die... Oh, wir sind ja schon bei 33 Minuten. Oh mein Gott. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich war der Tenshi von Sudoops Kanal und tschüssi!